eBNF-Arbeiter kann ich die vermeiden. Und wie bei Syntaxdiagrammen eh in Schleifen denken. Und zwar dadurch, dass ich hier diese geschweiften Klammern verwende. In der eBNF sieht das Zoo-Beispiel folgendermaßen aus. Begonnen wird bei den Schlangen. Anschließend kommt man bei den Säugetieren vorbei. Das sind halt Elefanten, Affen oder die leere Alternative. Und dann kann man diesen Bereich umgehen, den braucht man nicht einschlagen, an den Delfinen und verlässt den Zoo. Oder diese Alternative ist halt nullmal oder auch n-mal durchlaufbar. Folgt nach den Säugetieren eine Fotoserie von den Pinguinen und erneute den Säugetieren. Das war in dem Syntaxdiagramm der Fall unten bei den Pinguinen vorbei und dann wiederholt in diesen Säugetierbereich. Das ist schon, wie Sie sehen, relativ ähnlich zu dem Beispiel mit dem Zoo und dem Syntaxdiagramm. Und wir werden in den nächsten Unterrichtseinheiten zunächst mit Syntaxdiagrammen arbeiten, hinterher dann aber, weil die Syntax doch immer komplizierter und größer wird, mit der eBNF arbeiten.